Willkommen zurück zu den Regenbogeninseln. Ki-Quadrat, Kai-Quadrat Island liegt jetzt also vor uns als letzte Insel. Mal wieder letzte Insel. Da bin ich ja mal gespannt, was es hier jetzt zu holen geben soll. Ki-Quadrat, Kai-Quadrat, was ein Name. Okay, los geht's. Also hier regnet es schon mal Tempelpriesterin. Also soll das Ki wahrscheinlich so halt auf Ki im Sinne von Geist ansprechen. Worauf Kai genau ansprechen soll, kann ich nicht wirklich zuordnen. Was das Quadrat in dem Namen soll, erst recht nicht. Aber ja, es ist offenbar eine Art asiatische Tempelwelt mit roten Warnleuchten. Ja, diese Geister sehen auf jeden Fall sehr asiatisch aus. Diese einfach nur weißen Kugeln mit diesen lustigen Geistermützen auf. Aber sonst... Ah ja, hier sind auch diese kleinen mini-roten Kugelgegner. Die sind ganz, ganz gemein. Man merkt kaum, dass es wirklich Gegner sind. Man hält sie mehr für Projektile. Aber in Wirklichkeit sind es Gegner, die ganze Zeit da bleiben und einen genauso angreifen wie alle anderen Gegner auch. Miese Sache das, weil sie halt so klein sind. Sind sie doch manchmal recht schwer auszumachen, wenn man auf seine Regenbögen und anderes konzentriert ist. Und da haben wir mit Bälle werfende Ratten. Also, ne? Alles sehr asiatisch hier. Auf jeden Fall hat die Ratte Schlitzaugen da vorne. Bam. Ja, ne? Ich würde sagen, das ist so eine Art Kampfkunst-Tempelwelt. Ich glaube, dabei können wir es erstmal belassen. Man hört es ja auch an der Musik, dass das hier alles ganz toll asiatisch sein soll. Naja, die Deko ist auch sehr auffällig. Generell ist ja alles sehr auffällig. Beeilung, Beeilung. Ja, die Beeilung ist nicht sehr asiatisch. Wir sollten nach Möglichkeit den dritten Bereich betreten, wenn wir das hier alles erkundet haben. Ja, haben wir. Also, weiter geht's. Fischgräten. Und jetzt haben wir auch noch fliegende Bambusschirme. Ja, wird immer asiatischer hier oben. Ja, diese Bambusschirme machen einem manchmal, können einem manchmal ein bisschen Angst machen. Ja, ich habe nicht so ganz gute Kontrolle über den da gerade. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, ich will jetzt nicht gegen das Vier-Sterne-Jawoll werden erwischt. Puh, gut. Ehrlich mal, diese Bambusschirme können manchmal sehr außer Kontrolle geraten, wenn sie einmal aus dem Bildschirm nach oben verschwinden. Man weiß, dass sie da sind, aber sie können jederzeit in einem relativ hohen Tempo auf einen runterstürzen. Man muss halt immer aufpassen. Ehrlich mal, was sollen diese roten Dinger da sein? Sind das tatsächlich rote Warnleuchten, die da rumlaufen? Ich kann es irgendwie nichts wirklich anderem zuordnen. Vielleicht sind es... Ich glaube, ich habe es gerade erkannt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das könnten rote Oktopusse sein. Die einfach nur so unglaublich quadratisch sind, dass man sie eher für Warnleuchten hält als für Oktopusse. Da, so Oktopusviecher sind dann ja schon wieder sehr asiatisch. Die sind ja da... ja, häufig. Recht häufig. Besonders in dieser grafischen Darstellung, wenn auch nicht ganz so quadratisch unbedingt. Okay, sammeln wir noch eben die restlichen Punkte hier vorne ein und dann können wir auch schon das Ziel betreten des ersten Abschnitts. Ah, ich sehe gerade, wir haben die 10 Millionen Punkte Grenze geknackt. Golden! Yay! Und schon wieder 5 Diamanten gesammelt. Runde 2 von Ki-Quadrat, Kai-Quadrat Island. Fertig und los, ja. 10.566.800 Punkte haben wir momentan so. Das kann ich noch nicht mehr Zahlen ordentlich vorlesen. Was auch immer das jetzt für ein komisches, merkwürdiges Spiel war, die habe ich schon wieder nicht wirklich erkennen können. Da hatten wir jetzt eine Art von blauem Oktopus, denke ich zumindest mal. Vielleicht war es auch eine gelbe, eine blaue Warnleuchte. Und completed! Wunderbar, wir haben mal wieder alle Diamanten zusammengesammelt und müssen uns schon wieder keine Sorgen mehr machen. Dann werden wir wohl den dritten Spiegel, schätze ich mal, bekommen. Auch wenn das Spiel uns bis jetzt nie irgendwas gesagt hat, dass wir Spiegel sammeln sollen oder so. Na gut, das Spiel hat uns auch nicht gesagt, dass wir alle Diamanten, also alle Riesendiamanten da sammeln sollen, damit wir überhaupt erstmal diese Level hier spielen können. Von daher, warum sollte das Spiel uns sagen, wenn wir irgendwelche merkwürdigen Spiegel sammeln sollen? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein bisschen Unfug geredet. Also erst Diamanten sammeln, dann Spiegel sammeln. Na gut. Wenn ihr diese Folge hier seht, habt ihr ja wahrscheinlich noch die vorherigen Folgen gesehen und dementsprechend wisst ihr, was wir gemacht haben. Von daher kann ich so viel Unfug reden, wie ich will. Ihr wisst ja, was ich meine. Praktische Sache das. Ja, was diese Viecher darstellen sollen, bei Gott, ich weiß es nicht. Ah, wir haben mal wieder ein Extra-Leben erhalten. Man muss übrigens sagen, dieses Spiel ist extrem sparsam, was Extra-Leben angeht. Wenn ich jetzt nochmal kurz bemerken darf, man ist tatsächlich in einem Treffer tot. Ich bin recht geübt in dem Spiel, weil ich sehr oft Übungs gespielt habe, bevor ich das hier aufgenommen habe, damit ich es überhaupt in einem Leben schaffe. Wenn man es jetzt wirklich die ersten paar Male spielt, überhaupt das erste Mal spielt und man wirklich mit einem Treffer erledigt ist, man kennt die Gegner nicht, man kennt ganz besonders die Bosse nicht und dann hat man gerade mal so wenig Leben zur Verfügung. Wir haben jetzt, obwohl wir nicht ein einziges Mal krepiert sind, so gut, so viele Punkte wie möglich sammeln, gerade mal 8 Leben zur Verfügung. Die Welt ist das nicht? Wirklich. Besonders bei so Gegnern wie diesem Alien, die wir auf der Darius-Insel besiegt haben.
Ich sag euch, ich bin da deutlich mehr als 8-mal schon gestorben. Deutlich mehr. Bis ich den mal endlich ordentlich raus hatte. Gott, das ist ja ein Mistviech. Aber wirklich so ein mistiges Mistviech. Was weiß ich, wie viele Continues ich an dem schon verbrätzt habe. So, Kikorak Kai-Quadrant-Insel, Runde Nummer 3. Fertig, los. 10.801.600 Punkte. Ist echt eine stolze Summe, die wir hier erreichen. Blauer Oktopus, vielleicht auch blaue Wärmlampe und merkwürdiges, verkrüppeltes Mistvieh, bei dem ich nicht wirklich sagen kann, was es ist. So, du Kollege da oben, kannst du denn nicht mal aufhören, auf uns zu schießen? Mein Gott, ist ja nervtötend. Hör auf mit dem Mist. So, Regenbogen drüber, kadam. Und du bist zu einem blutroten Kristall geworden, mein Freund. Das hast du jetzt davon, dass du die ganze Zeit Bälle auf uns geworfen hast. Mwahahahaha. Ja, wie ich schon mal erwähnt hatte, in der Amiga-Version damals, die ich immer gespielt habe, habe ich das hier alles niemals zu Gesicht bekommen. Niemals. Da war ich nicht mal in der Nähe von solchen Gebieten hier. War nach der Dracheninsel halt einfach Schluss, weil das Spiel sich halt gedacht hat, ja, wir müssen ja keine Hinweise geben, dass da noch mehr kommt, wenn man es denn richtig macht. Nicht wahr? Nicht wahr? Oh, ein fliegender Stern. Bam. Ja, gut. So, wo sind wir denn eigentlich gerade? Jetzt kommen wir... Ah ja, gerade mal in Abschnitt 3. Okay, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende der dritten Runde. Ja, der dritten Runde. Erstmal noch irgendwelche Bonus-Items hier. Nein, nein, dann nicht. Dann klettern wir weiter hoch zur 3. Links und rechts Gegner, die uns erledigen können. So, das sind jetzt hier so Stellen, da ist es richtig kritisch, sich zu bewegen. Weil wenn man sich hier hektisch bewegen will, das ist, wie gesagt, manchmal ziemlich kompliziert. Denn wir können nicht einfach so durch den Boden durchspringen, außer wir sind vorher auf einen Regenbogen gegangen. Dann können wir einfach so durch hier alles durchspringen. Und ja, wenn man einfach nur irgendwo runterfällt und sich irgendwo links und rechts durch Wände bewegen will, wird sowieso schwierig. Da kann man keine Regenbögen mal eben unter sich erstellen. Da muss man so ein kleines Stück... Oh! Auf Regenbögen laufen. Ja, das habe ich nie erwähnt. Das kann ich auch nicht richtig, weil es schwer zu timen ist. Das ist auch nicht unbedingt nützlich. Aber wenn man ganz, ganz schnell durch die Level durchkommen will, kann man tatsächlich Regenbögen unter sich erschaffen. Und wenn man es richtig timet, sofort von den Regenbögen abspringen. Also im Prinzip sollte man es ja nicht schaffen, auf den Regenbögen zu stehen, wenn man auf sie drauf springt, gerade damit sowas eigentlich nicht geht. Aber wenn man im richtigen Frame abspringt, dann kann man in der Tat von den Regenbögen weiter abspringen und damit schneller durch die Level durchkommen. Aber in der Tat ist es recht gefährlich, das zu tun, man fällt schnell runter und dann ist man plötzlich wehrlos in der Luft und ja, ist dann irgendwie alles ein bisschen doof. Von daher läuft man lieber über die festen Regenbögen drüber, das ist insgesamt deutlich sicherer und man deckt dann auch viel mehr Gebiet ab, um ja, geheime Items zu sammeln. Golin! Ausrufezeichen, mal wieder. Okay, also auf in Runde 4 von Kikwada Kai Quadrat Islands. Wird es tatsächlich der letzte Abschnitt des Spiels sein? Werden wir gleich erfahren. Werden wir gleich erfahren. Aber erstmal müssen wir uns hier zum Boss hocharbeiten. Der Boss in der Welt hier ist nicht so gefährlich wie der aus unserer letzten Welt. Aber es ist auch ein relativ gefährlicher Boss, wenn man nicht richtig aufpasst. Er ist vor allen Dingen ziemlich langwierig, weil, naja gut. Die genaue Taktik werdet ihr gleich sehen, wenn wir bei dem Boss sind. Da werde ich jetzt noch nichts weiter von vorwegnehmen. Wir haben auf jeden Fall mal wieder ein schönes Kreuzchen gefunden. Uhu. Wir machen 3 Kreuze, wenn wir das hier alles mit einem Leben durchgeschafft haben. Tja, das heißt, wir kriegen jetzt wieder Blitzunterstützung an Stellen, wo wir überhaupt keine Gegner haben, die davon erschlagen werden könnten. Wuhu. Schon mistig, diese Kreuze. Schon mistig. So, aber erstmal sammeln wir jetzt hier noch ein paar Punkte ein. Und wenn wir das gemacht haben... Ja, wenn wir das gemacht haben, dann erfreuen wir uns über ganz kleine Mistgegner, die uns töten wollen, die relativ unauffällig sind, die es sogar schon mal häufiger geschafft haben, mich umzunehmen. Einfach weil sie so dermaßen unauffällig sind. Da wird man nur für einen kurzen Moment mal umkonzentriert. Für einen ganz kurzen Moment passt man nicht richtig auf. Man achtet noch so auf das generelle Geschehen, aber dann kommt so ein kleiner Mini-Sprite, ist vielleicht sogar gerade vor so einem roten Tempel, ist kaum sichtbar und zack, schon hat man ein Leben verloren. Schon ist es passiert. Ist eine ganz miese Sache hier. Und was die Dinger jetzt schon wieder darstellen sollen, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht fliegende Melonen? Diese grünen Dinger? Vielleicht sehen wir noch so ein Ding gleich, dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Roter Geist, guckt sehr grimmig aus der Wäsche. Ist aber soweit noch keine größere Gefahr. Da haben wir wieder einen Schirm. Oh verdammt, in diesen engen Gebieten hier sind die Schirme erst recht gefährlich. Wenn die irgendwo zwischen die Steine geraten und dann so schnell hin und her rasen, dann können die einen ganz schnell auch mal erwischen. So, den haben wir aber erledigt und eine Aubergine davon bekommen. Ich denke zumindest mal, es soll eine Aubergine sein, halt nur irgendwie in Blau. Ist irgendwie, glaube ich, ungesund, wenn die Dinger in Blau sind, aber okay. Klettern noch ein bisschen hier rauf. Ja. Lassen uns nicht von der Mistratte da vorne erwischen, die uns hier mit ihren Kampfkunstbällen erwischen wollte. Und ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Levels. Ja, irgendwie haben wir gerade 2 Projektile mit unserem Doppelregenbogen abgewehrt. Das haben wir wunderschön gemacht, finde ich.
Ja, da oben ist auch schon der Boss. Dann sammeln wir mal unten hier die geheimen Items. Hier sind da garantiert massig in den Gängen versteckt. Das sieht man den Gängen doch schon an. Okay, und dann kommen wir jetzt also zum Boss dieser Welt. Zur Killerpriesterin des Todes oder so ähnlich. Ja, auch hier sehen wir wieder eine mega lange HP-Leiste und die Strategie ist generell unten rechts in der Ecke bleiben und ja, versuchen ihren komischen Karten da auszuweichen, diesen Bannsprüchen oder was auch immer das genau dann jetzt sein soll. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn die Karten ganz ungünstig fliegen, dann können sie einen schon mal in der Ecke einkesseln, aber im Regelfall ist er eigentlich ganz freundlich und wir können dann zwischendurch ein paar Regenbögen da reinhauen. Man muss halt nur gucken, dass man nicht aus Versehen vor ihr hängen bleibt oder so, denn sie hat einen gigantischen Sprite. Ihr seht, wie weit dieser Stab nach vorne geht. Ihr müsst euch jetzt, wie gesagt, mal wieder eine Box da drum denken, um diesen gesamten Stab. Da erwischt sie einen überall. So, und wir haben es geschafft. Wir haben einen gelben Spiegel erhalten, was auch immer das jetzt soll, und ein gigantisches Meersalzeis. Huhu! Ja, haben wir das Spiel jetzt endlich durch? Herzlichen Glückwunsch! Oh, es war alles nur ein Tanuki, der das Ganze hier verursacht hat. Na sowas! Hm. Aber nein, es geht noch weiter. Es kommt tatsächlich noch eine wirklich finale Insel, nämlich die Bubble-Insel. Tja, ich habe ja schon mal erwähnt, dieses Spiel heißt auch The Adventures of Bubble Bobble 2. Ja, also bis zum nächsten Mal!